Herzlich willkommen wieder zum Finanztalk. Ich darf mit dem Walter Peters, mit unserem Star Trader, heute mehrere Themen ergründen und ihn auf Herz und Nieren nach seiner Meinung prüfen. Hallo Walter. Hallo Andreas. Ja, wir hatten am Finanztalk Freitag das Thema Arbeitsmarkt so ein bisschen angesprochen. Da waren die Daten noch gar nicht veröffentlicht. Die kamen im Nachgang und die haben tatsächlich erst einmal dafür gesorgt, dass die Märkte abtauchten, aber nicht nachhaltig. Am Ende der Woche war der Dow Jones nur ganz minimal im Minus, der Nasdaq über 2% im Plus. Ja, wie waren die Daten? Die Arbeitslosenquote aus den USA, die ist sogar noch gesunken. Die ist nicht mehr auf 3,6%, sondern nur noch bei 3,5%. Und der Hammer war, dass die neu geschaffenen Stellen außerhalb der Landwirtschaft sogar 528.000 Stellen betrugen und da waren nur 250.000 ungefähr erwartet worden. Also insofern robuster Arbeitsmarkt, das heißt ja übersetzt, dass die US-Wirtschaft noch voll in Schuss ist, oder? Ja, die Daten kamen raus, ja, der Markt ist nach den Daten direkt abgetaucht, aber man hat gesehen, dass auch die Nachricht wieder gekauft wurde. Ja. Es wurde ja nach den Daten, ja, nach den Daten ist der Markt abgetaucht, ja, aber der hat sich relativ schnell gefangen und man sieht, dass das vieles Negative eingepreist ist, ja. Und ja, diese Woche, jetzt Mittwoch, morgen, ja, kommen die nächsten Daten, Arbeitsmarktbericht und Inflationsdaten. Ja, man sieht, dass der Markt sich robust hält und ja. Man kann schon eine Stabilität am Markt erkennen. Ja, ja, viele Aktien. Wir hatten ja jetzt einige stabile Wochen, ja, und der Markt hält die Gewinne. Das ist ein gutes Zeichen, ja, und man kann dadurch ein bisschen herauslesen, ja, dass der Markt ja so die Bodenphase verlässt und nach oben anzieht. Ja. Ja, Verbraucherpreise kommen noch, das meintest du, und die Erzeugerpreise auch noch am Donnerstag, genau. Ja, und letzten Endes spielt ja auch die Notenbank hier eine gewichtige Rolle, denn wenn die Wirtschaft relativ robust läuft, was der Arbeitsmarkt signalisiert, dann kann man auch die Zinsen weiter anheben. Genau das möchte die Notenbank im September machen, vielleicht mit noch einem großen Zinsschritt. Glaubst du, das ist dann vielleicht schon wieder zu viel? Ich gehe davon aus, dass die Verlangsamung, ja, die Fed hat ja jetzt zweimal um 75 Basispunkte angehoben. Ich denke, das wird diesen großen Schritt jetzt wahrscheinlich nicht mehr geben, ja. Und an den Aktien kann man ja dadurch, dass die Aktien sich jetzt hier einigermaßen gefangen haben, einen kleinen Trend nach oben, also dass die nächsten Zinsanhebungen wahrscheinlich dann auch schon eingepreist sind und dass der Markt dann sich nach oben entwickelt. Ja, weil wir haben im Jahre 2004, glaube ich, war das. Das waren auch große Zinsanhebungen und der Markt hat aber darauf trotzdem so ein positiven Trend gehabt. Ja, und du sagtest ja auch schon, dass einige Aktien hier in Richtung Bodenbildung gehen. Da können wir uns eine Moderna zum Beispiel anschauen aus dem Biotech-Bereich oder auch eine Zoom Video Communications. Da waren die Zahlen auch eher schlechter durchwachsen, wenn man es mal positiv formuliert. Aber trotzdem führt das nicht mehr zu herben Kursverlusten. Ja, auch bei einigen anderen Werten, ja, nach den Zahlen, wo wir vor 3 Monaten noch einen Absturz von über 30% bei manchen Aktien gesehen haben, das sehen wir jetzt zum Beispiel bei vielen Aktien nicht mehr. Ja. Ja, und wie bin ich heute von der Rolle? Das ist ein Zeichen von Stärke letzten Endes. Also wollen wir es ruhig beim Wort nennen, dass es so ist. Und da haben sich vielleicht einige Analysten auch ein Stück weit zu weit aus dem Fenster gelehnt, denn die haben ja teilweise Abstufungen noch in den letzten Wochen in den Markt reingegeben. Seitdem fällt er nicht mehr. Ja, die Banken haben ja viele Kursziele gesenkt und ab dem Moment hat man gesehen, dass die Aktien eigentlich auch nicht mehr tiefer waren. Ja, das Gleiche haben wir auch beim Öl gesehen, wo der Öl bei ca. 115 Dollar notierte, ja, kam,
kamen Kursziele von deutlich über 200 und bis auf 280 US-Dollar in Barrel. Und seitdem sehen wir aber auch einen fallenden Kurs. Also das sind so, so Anti-, ja. Naja, wir sehen ja sehr oft, ja, dass so, wenn es Abstufungen gibt, ja, ja, dass die Tiefs dann meistens dann gesehen wurden und das Gleiche auch umgekehrt. Jetzt hier die Kursziele angehoben werden, ja, dass danach die Kurse nicht mehr deutlich weiter steigen. Muss man da also ein bisschen antizyklisch an den Markt reingehen aus deiner Erfahrung heraus? Ja, das habe ich in der Vergangenheit immer so gemacht, ja, ja, und weil das sind ja irgendwie bekannte Muster, die dann immer wieder auftauchen, ja, und das realisiert man, ja, und das denke ich, wird wahrscheinlich in diesem Fall auch ähnlich laufen. Ja, vielleicht noch eine Erörterung für unsere Zuschauer, die sich vielleicht fragen, der Ölpreis sinkt, aber der Wirtschaft soll es gut gehen. Ist nicht Öl auch der Motor der Wirtschaft? Wie hängt denn das zusammen? Ja, ich vermute mal, dass es mit der Ukraine zusammenhängt, ja, wo es mit der Ukraine angefangen hat, ist der Ölpreis ja natürlich durch die Decke geschossen. Ja. So, jetzt relativiert sich das alles, ja, und der Ölpreis gibt wieder nach und das ist ja auch ein guter Indikator, dass die Inflation vielleicht dadurch auch etwas sinkt, ja, ja, wenn wir den fallenden Ölpreis sehen. Ja. Ja, sind wir also auf die weiteren Wirtschaftsdaten auf jeden Fall gespannt, auch auf die Quartalszahlen. Die jüngsten Quartalszahlen wurden dann gar nicht mehr so euphorisch wahrgenommen. Wir haben teilweise auch Umsatzwarnungen bekommen, einen zum Beispiel von Novavax, dem Impfhersteller, gestern nachbörslich mit den Zahlen, die Aktie wurde abgestraft, und gestern vorbörslich kam noch eine Nvidia, die hat auch gesagt, bei den Umsätzen und Margen können die Ziele nicht mehr gehalten werden. Laufen wir vielleicht jetzt in so eine Börsenphase rein, wo auch die Unternehmen ihre Ziele alle korrigieren müssen? Ich denke, die Quartalszahlen wurden am unteren Ende angesetzt, ja. Und die Erwartung ist niedrig, ja. Also so, dass die nächsten Quartalszahlen vielleicht dadurch, dass die niedrige Erwartung am Markt erwartet wurde, dass es eine positive Entwicklung vielleicht geben könnte. Ja, und vielleicht können ja dann die niedrigeren Erwartungen auch besser geschlagen werden. Und dann kommt die Herbst- oder Weihnachtsrallye sogar schon. Soweit wollen wir nicht vorausschauen, sondern nur bis zum nächsten Finanztalk. Der wird am Freitag stattfinden. Und in der Zwischenzeit verpassen Sie natürlich auch keinen Trade, wenn Sie sich bei Follow My Money anmelden und unseren Star-Tradern folgen mit Ihren Expertisen und Ihren Ideen. Ganz lieben Dank für deine Ausführungen, lieber Walter. Und dann bis spätestens Freitag. Ja. Vielen Dank. Danke, ciao. Ciao.